Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als erstes hoffe ich wie immer, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. So, wir ignorieren jetzt bitte einmal die schönen Farbränder meiner frisch gefärbten Haare und meine Augenbrauen, die heute einfach Katastrophe geworden sind. Ich brauche momentan dieses eine Augenbrauenprodukt auf, dieses hier von Reval de Lubiang, den Eyebrow Stylist. Und dann habe ich es irgendwie. Ein bisschen ist es misslungen, aber egal. Es geht heute um eine neue Limited Edition. Ich bin ein bisschen gestresst. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ein Video zu drehen, aber mich hat das erste Produkt gerade auch schon so ein bisschen gestresst. Heute ist vielleicht alles so ein bisschen verpeilt hier. Es tut mir leid, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ich bin gestern nämlich über die Limited Edition gestolpert, als ich im Rossmann war. Und ich muss sagen, ich war überrascht, geschockt, verwundert, wie auch immer. Denn es ist eine neue Limited Edition von Reval de Loup. Ihr habt das sicherlich schon im Titel gelesen. Und zwar nennt die sich Pure. Und das ganze Thema ist halt so angelehnt an das, was auch Catrice mit der Clean ID-Reihe gemacht hat. Also dieses natürlich Inhaltsstoffe und vegan, das ist genauso hier auch. Und ja, ich habe dazu eine Meinung und die werde ich jetzt hier in diesem Video kundtun. Wir fangen an mit dem ersten. Nein, ich zeige euch jetzt erstens den Aufsteller einmal. Und zwar habe ich von den sechs Produkten zwei nicht gekauft. Und zwar einmal die Lippenpflege und einmal die Mascara. Ich habe gerade noch sehr viel andere Lippenpflege, die ich aufbrauche. Und in letzter Zeit sind auch sehr viele Mascaras bei mir eingezogen, weshalb ich das habe stehen lassen. Ihr könnt den Aufsteller jetzt sehen, wie das Ganze gestaltet ist. Es ist auf jeden Fall entsprechend dem Thema auch alles designt. Also pure, so. Rein, clean, alles in diesem weißen, unspektakulären Packaging. Ich finde, das passt auf jeden Fall sehr gut. Das ist ein schönes Konzept. Auch der Name passt zu dem, was es darstellen soll. Gefällt mir auf jeden Fall auch gut. Und ja, was ich zu den Produkten zu sagen habe, seht ihr dann ja in diesem Video. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, ist es nicht immer so verpeilt wie sonst. Also ist sonst nicht immer so verpeilt wie heute. Dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Es gibt hier immer drei Videos jede Woche, immer rund um das Thema Beauty und Make-up. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dann immer mit dabei bist. Wir fangen mit dem ersten Produkt an. Das habe ich schon für euch aufgetragen. Das ist schon in meinem Gesicht. Und zwar habe ich die BB-Cream mitgenommen. Das ist ja mal so ein bisschen kritisch, finde ich persönlich, weil meistens gibt es sowas in Limited Editions immer nur in einer, maximal zwei Farben. Und so Teint-Produkte, gerade so Foundations, Concealer, BB-Cream und so, finde ich dann immer ein bisschen schwierig, weil einfach nur so eine kleine Anzahl an Menschen ja einfach seine passende Farbe dann damit. Ich habe euch mein Gesicht vorher abgefilmt, wo ich einfach nur meine Tagespflege trage. Und dann habe ich euch den Auftragungsprozess so ein bisschen gezeigt. Die Konsistenz ist zwischen flüssig und leicht fließend, kann man das sagen. Also es ist nicht fest. Man kann das Ganze auch zwischen seinen Fingern aufwärmen und auftragen oder direkt in sein Gesicht aufgeben. Es sind 30 Milliliter enthalten und es steht drauf, die Pure BB Cream verleiht der Haut ein wunderschönes natürliches Strahlen. Die hochwertige Formulierung mit Shea Butter wirkt feuchtigkeitsspendend, während die leichte Deckkraft für einen ebenmäßigen Ton sorgt. Die Haut wird dank eines mineralischen UV-Filters und eines Breitband-Antioxidant vor oxidativem Stress geschützt. Ich muss sagen, also mir ist sie auf jeden Fall zu dunkel. Was sie in meinem Gesicht gemacht hat, ist mein Gesicht dunkler zu machen. Das habe ich ganz oft. Also das ist jetzt nicht unbedingt die Sache. Ich wollte einfach auch schauen, wie ist so das Produkt, damit ich euch dazu eine Review geben kann, unabhängig von der Farbe. Und ich muss sagen, man hat nicht wirklich irgendwas gesehen, außer dass ich halt diese dunkle Farbe in meinem Gesicht hatte und das halt relativ fleckig aussah. Also es hat sich nicht schön mit meiner Haut auch verbunden. Und ich habe auch gemerkt, dass wenn ich es noch weiter verreiben würde, dass es dann diese Würstchen bilden würde. Und das mag ich überhaupt nicht. Sowas gab es auch von Alterra letztes Jahr, so eine BB-Cream, die auch einfach nur ganz furchtbar war. Und ich musste das Ganze auf jeden Fall mit Concealer ausgleichen. Und jetzt gefällt es mir ganz gut. Ich würde auch nicht sagen, dass sie sehr feuchtigkeitsspendend ist, weil ich, wie gesagt, habe, dass es dieses Krümeln kurz davor war, das zu machen. Und ich finde auch nicht, dass sie leicht auf der Haut liegt. Also ich konnte sie halt spüren und es fühlt sich auch so ein bisschen klebrig dann an. Und das ist einfach nicht so mein Ding. Aber es soll 99%, ah nee, 90% natürliche Inhaltsstoffe haben und ist halt auch vegan. Und ja, würde ich jetzt aber eher weitergeben. Dann geht's weiter. Ich habe hier an den Seiten schon ein bisschen farbiges Puder aufgetragen und auch auf meiner Stirn, weil es einfach zu unruhig noch aussah. Aber es gibt noch ein Setting Powder in der Limited Edition. Das hat auch 90% natürlichen Ursprungs, also Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Und
Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen verwirrt auch, um nochmal zum ganzen Thema zurückzukommen vom Anfang, weil es einfach so viele LEs im Moment gibt aus der Rival-Familie, dass ich wirklich denke, so, das muss doch einfach auch die Qualität zum Leiden bringen. Also ich finde es immer ganz schön, wenn das halt so, so wie bei Essence und Catrice oder eigentlich auch wie bei Rival Loves Me, so, dass so alle 6 Wochen was Neues kommt. So 6, 7 Wochen. Und das finde ich ist immer ein ganz schöner Zeitraum eigentlich. Das lose Puder kommt mit so kleinen Löchern drin. Das leichte und ultrafeine Puder enthält 90% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Naturbelassenes Reispulver wirkt mattierend und die Haut scheint ebenmäßig. Ja, ich wollte ein bisschen was davon über meine Stirn noch geben. Mal schauen, was das so macht. Dann gleich mit einer Freundin essen, weil sie mich dann gleich aussehen. Also ich finde, im Spiegel wirkt es jetzt auf jeden Fall schon so, als wenn das so ein, von, also ein White Cast hinterlässt, dass es dann auch bei Bildern zum Beispiel extrem stark reflektieren würde, das Licht, beziehungsweise einfach auch schon so weiß im Gesicht sitzt. Ich setze jetzt noch meine Unteraugenpartie damit, ein bisschen, damit mir das dann nicht in die Fältchen rutscht. Das funktioniert gut. Ich finde, das fühlt sich auch überhaupt nicht zu trocken an. Da bin ich ja schnell mal ein bisschen empfindlich. Das ist ein angenehmes Gefühl. Hier habe ich so einen leichten weißen Schleier, aber jetzt unter den Augen zum Beispiel gar nicht. Fühlt sich auch mega fein an. Also ganz, ganz weich. Sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Dann geht's weiter mit der Face Palette. Und hier muss ich halt sagen, diese Q10 Limited Edition von Rival de Loop hat doch jetzt erst eine Face Palette gehabt. Aber ich glaube, die war nicht vegan. Deswegen ist das natürlich trotzdem ganz schön für die Leute, die danach schauen. Auch 90% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Es sind 4 Farben enthalten. Und zwar habt ihr einen matten Bronzer, einen satinierten Bronzer, einen Highlighter und einen Blush. Und ihr seht auch schon, der Highlighter ist viel zu dunkel für mich. Und auch das hier wird grenzwertig. Ich werde die Textur einfach mal anhand des Blushes mit euch zusammen ausprobieren. Obwohl, ich gehe mal kurz in den, ich gehe so ein bisschen in den matten Bronzer, ganz wenig. Und tappe mir das hier so ein bisschen auf, ganz wenig nur. Hier ist was los, nebenan ist auch richtig laut gerade. Ach ja, doch. Doch, das geht auf jeden Fall. Ist aber eine sehr intensive Farbe für mich. Und jetzt gehen wir in das Blush. Das ist so ein schöner Roséton. Ist auf jeden Fall ein Blushleiter. Also der hat einen richtig schönen Glanz enthalten, komplett. Also nichts Mattes. Falls ihr da auf der Suche seid, ist das dann eher nichts für euch. Schön. Ich finde, das sieht frisch aus. Ich habe mir noch kurz Lippenpflege aufgetragen von I Heart Revolution, das Tasty Peach Lip Oil. Und dann kommt auf jeden Fall so ein Kritikpunkt der Limited Edition, und zwar die Eyeshadow Palette. Also das ganze Thema so pure und so, das verstehe ich schon, das ist so schlicht, so rein und zart und sowas sein soll. Ich finde aber auch, weil wenn sowas halt dann in Kombination mit vegan dann auch auftritt, dass man immer so ein bisschen suggeriert, dass vegane Produkte langweilig sind. Denn das ist die Lidschattenpalette und ich finde sie komplett unspektakulär. Sie ist ein bisschen kühler, würde ich sagen. Es ist keine Warm Tones Palette klassisch. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen, dass es nicht einfach nur warme Farben sind. Aber sie ist halt schon sehr schlicht, sehr zurückgenommen, sehr langweilig, finde ich persönlich. Und ja, wir werden damit jetzt einfach was Schnelles machen. Wie gesagt, ich bin gleich mit einer Freundin verabredet. Benutze mal diesen Ton hier und setze den so in meine Lidfalte, über mein Lid. Sehr zart, also es ist ja ein... Ich glaube, dass man den jetzt zum Beispiel gar nicht richtig sehen wird. Ja, das ist einfach, also wirklich ein Hauch von nichts. Das ist der, den ich gerade auf mein Auge aufgetragen habe. Sieht man quasi auch nicht. Ja, der ist ein bisschen stärker. Aber ihr seht, die Pigmentierung ist einfach nicht gut.
Selbst mein Finger swatcht nicht. Die sind auch sehr krümelig. Hier ist so ein rosa. Das ist ganz hübsch. Ich glaube, das werde ich mir jetzt über mein Lid geben. Um es nicht ganz so dramatisch schlecht zu haben, habe ich meinen Pinsel jetzt ein bisschen angesprüht. Mal schauen. Ich persönlich mag das ja nicht, immer meinen Pinsel ansprühen zu müssen. Also ich mag das gerne, wenn ich weiß, mit diesem Lidschatten kann ich dann noch mehr machen als das, was er eh schon bietet. Aber um es grundsätzlich zu machen, immer um überhaupt einen Lidschatten nutzen zu können, mag ich das nicht. Ja, sieht nett aus. Ich nutze jetzt noch so einen Detail Liner Brush, gehe in die dunkle Farbe und werde ein bisschen meinen Wimpernkranz damit verdichten oben. Ja, man wischt dann damit den Lidschatten darunter leider wieder weg. Nein, Also das kann auch Riva de Loop einfach besser. Diese kleinen Paletten im Standardsortiment, die sind auch richtig gut. Und ich finde, man hätte einfach mehr da rausholen können. Es ist eine gute Idee. Das Konzept passt auch, finde ich, aber die Umsetzung gefällt mir einfach nicht so gut. Also die wird auf jeden Fall auch weiter wandern. Jetzt werde ich mir noch schnell meine Wimpern tuschen und dann bin ich auch schon fertig. Das ist jetzt der fertige Look. Ganz nett, wie gesagt, mehr als nett finde ich ihn einfach nicht. Am besten hat mir auf jeden Fall das Puder und die Face-Palette gefallen. Obwohl ich sagen muss, das Puder ist auf jeden Fall mein Favorit. Es fühlt sich sehr schön an, überhaupt nicht trocken, auch unter den Augen nicht. Mag ich. Und der Rest ist so rum. Hey. Lasst mir jetzt sehr gerne eure Meinung zu dieser Limited Edition in den Kommentaren. Ich muss sagen, sie hat mich auf jeden Fall enttäuscht, auch im Vergleich zu dem, was sonst so davor gekommen ist noch. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!